Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Messerreview. Heute von Südkreuz, das Modell Barovoi. Ich würde jetzt sagen Barovoi. Heißt das nicht Borovoi? Barovoi. Denn in Russland wird das erste O immer als A gesprochen. Wir sehen hier, wenn wir hier genau drauf gucken, hier ist das Logo von Südkreuz. Messer ist übrigens ein Geschenk von Ruslan Hoffmann. Russland, super netter Kerl, nicht nur weil er mir Messer schenkt, sondern der ist wirklich nett. Wir haben hier verbaut den K110 Böhlerstahl. Der Griff, guckt euch mal das hier an, das ist karelische Maserböcke. Wir haben hier Messing und als Inlay Kupfer. Ja. Seht ihr, wie schön das gebaut ist? Wir haben hier ist übrigens ein Steckerl. Ja? Der geht bis zu 2/3 rein. Dann haben wir hier eine Messinghülse. Wir haben ein Gesamtgewicht von 110 Gramm ohne Scheide, also rein das Messer. Ja? 223 mit der wie sehr tadellos verarbeiteten Lederscheide. Sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Der Keder sauber hier mit angepasst. Einfach gestochen. Wir können es normal am Gürtel tragen. Wir können es aber auch, wenn wir das hier umklappen, runterziehen. Können wir so am Gürtel tragen. Ja? Für Leute, die es halt gerne etwas höher haben. Ich persönlich finde die Idee mit dem Dengler sehr gut. Ja. So, dann haben wir hier 3,5 mm Klingenstärke, 90 Grad Winkel, so dass man das also auch schön im Zündstall abziehen kann. Wir haben hier einen schönen Switch. Wir haben hier, man mag es nicht glauben, aber es ist echt ein Flachschliff, der bis hier oben gezogen ist, also kein Hohlschliff. Ja, seht ihr es? Also kein Hohlschliff. Da habe ich wirklich nachgeguckt. Ich habe hier ein Stück Zentimeter Maß drauf gelegt, das aus Metall besteht. Und da ist kein Spalt und nichts zu sehen. Wir haben eine Gesamtlänge von 23,5 cm Gesamtlänge und 11,8 cm Klingenlänge. Und zwar ab dem Parierelement bis zur Spitze. Das macht das Messer definitiv 42 A-konform. Ja? Und verschwindet auch ganz prima in meiner Jackentasche. So, ihr habt aber auch schon am Anfang gesehen, dass das Messer so einiges ab kann. Ja, was ich sehr mag. Führiges Messer. Ja? Dadurch, dass hier hinten am Switch auch ein bisschen abgerundet ist, lässt es sich auch ganz prima zum Schnitzen von sehr feineren Arbeiten machen, ohne dass man sich hier irgendwie am Daumen was kaputt drückt. Ja? Der K110 Stahl von Böhler ist gehaftet übrigens auf 61 Rockwell. Hab ich doch schon gesagt. Wie auch immer. Echter Schneidteufel. Der 110er Böhlerstahl. Den kann man durchaus noch ein bisschen härter machen. Und ich würde sagen, nur so ein bisschen Modellpanzer. Ja? Aber was die Russen hier machen, mit solchen Messern, das ist einfach, das hat richtig viel Stil, das ist mein Geschmack, ja. Für IT-Tighties ist das ein bedrohliches Messer, für einen Mann ist das ein Werkzeug, Handwerkszeug. Übrigens das Wort Barovoi bedeutet auf Russisch, heißt das, ist das ein Waldgeist, ja. Und ich bin gerne im Wald unterwegs.
Geister hier rum, also passt das im Prinzip drauf. Es könnte ja praktisch ein Brennmesser sein. Ja? Was ich wirklich sehr mag, sind hier diese Maserung an dieser karelischen Maserbirke. Deshalb heißt die auch so. Guckt euch das an. Ist das schön? Hier dieses Kupferelement eingearbeitet. Ganz ohne Übergänge. Hier haben sie alles ganz plan geschliffen. Wir haben hier, wie man sieht, es ist für die Ergonomie sehr gut gearbeitet. Geht hier runter, hat einen Bauch, geht hier wieder runter. Liegt der kleine Finger schön drin. Wir haben den Bauch hier an Ring und Mittelfinger. Und hier wieder die Beugung am Zeigefinger. Leichtes Parierelement, Schleifkerbe, Flachschliff, Swatch. Im Prinzip ist das hier so simpel und einfach, wie das aussieht, ist das eine ergonomische Design-Org hier. Ja, sieht simpel aus, steckt aber viel Krips dahinter und das finde ich geil. Ja? Und nach allen Beanspruchungen immer noch einen Schnitt zu haben, wie als wenn nichts passiert wäre. Ich habe es ja nicht erst seit gestern. Ich habe euch ein Video gemacht, ein Live-Video, wo ich gesagt habe, die Russen kommen. Oder ich glaube, so ähnlich hieß das Video. Es war ein Live-Video, wo ich gesagt habe, die Russen kommen. Ja. Und seitdem habe ich es rangenommen. Bei solchen Messern machen wir einfach keine Faxen. Und dann machen wir auch schicke Locken. Seht ihr das hier? Da wäre Mozart altisch geworden. Aber dafür, dass es ein richtiges, geiles, schönes Schmuckstück ist, sage ich eins, das ist halt Waldhandwerkszeug. Ich habe heute Wortfindung schon. Das ist ein echtes Waldhandwerkszeug. Ja? Damit gehen die Russen auf Jagd. Damit jagen die wahrscheinlich den Boroboy oder was auch immer. Oder die russische Version von Bigfoot und schlachten den ab. Für mich ist das einfach ein schickes. Ja, man könnte ja sagen, 42A-konform Taschenmesser. Okay, so, das war mein Review zum Südkreuz Barawoi. Vielen Dank nochmal, Russland, für das wunderschöne Geschenk. Ja, ich weiß sowas sehr zu schätzen. Und ich sag euch danke fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, tschüss, Mario, schmeckt gut. Tschüss, ab und schmeckt die Kapp. Genießt jetzt noch ein bisschen Natur und den Regen, der sich gerade ankündigt.